Hallo, Alex hier. Wie bereits angekündigt, gibt es in diesem Video einige Klemmen von dem Hersteller Mengs zu sehen. Kleinere und auch größere, doppelseitige, mit denen man eine Menge machen kann, die man zusammenschrauben kann, die man abschrauben kann. Und was man damit alles genau machen kann, zeige ich euch dann in diesem Video und auch wie diese Klemmen genau heißen und wie viel die kosten. Links gibt es wie immer in der Beschreibung zu diesem Video auf Amazon und wenn du darüber einen Artikel kaufst, dann unterstützt du mich und diesen Kanal ein wenig. Vielen Dank dafür. Ja, und übrigens habe ich schon ein Video zu der Mengs DC38 Klemme erstellt, die sehr günstig ist und ganz einfach funktioniert, womit man eine Menge Stative Arca Swiss kompatibel machen. Dieses Video ist ebenso in der Beschreibung verlinkt. Jetzt aber mal ins Detail. Ja, und wie gerade angekündigt, gibt es dann hier diese Klemmen zu sehen. Diese Klemme hier ist die DC38 Klemme und die gibt es, wie gesagt, auch in einem anderen Video zu sehen. Und dann als nächstes möchte ich ebenso mit einer ähnlich einfachen Klemme anfangen. Und das ist diese Klemme hier von Mengs, die Bezeichnung steht hier ganz unten in der Ecke drin, DC50 heißt diese Klemme. Die kostet in etwa 19 Euro, hat ein 3/8 Zoll Gewinde und da gibt es dann noch Verjüngungsschrauben. Ich glaube, die muss man sich dazu kaufen, damit man ein 1/8 Zoll Gewinde hat, um das auf die meisten Stative oder auch Schnellwechselplatten anzubringen. Ja, diese Arca Swiss kompatible Klemme ist dementsprechend ein bisschen größer, wie man sehen kann. Sehr, sehr gut verarbeitet. Also wenn man hier an diesem Knauf wieder schraubt, dann merkt man irgendwie, dass sich der Hersteller dabei was gedacht hat. Also es fühlt sich einfach ziemlich hochwertig an. Dann gibt es hier viele freie Stellen, was diese Klemme hier leichter macht. Das Gewicht kenne ich jetzt gerade nicht genau. Fühlt sich auf jeden Fall leichter an, als diese Klemme aussieht. Ist sehr robust, hat hier oben eine Skala und hier nochmal eine Libelle, eine Wasserwaage, um das Ganze entsprechend auszurichten. Diesen Libellen muss man nicht immer trauen, die können auch mal falsch ausgerichtet sein, weil sie irgendwie schief montiert sind. Da muss man noch drauf achten. Da gibt es viele Stativhersteller, die ähnliche Probleme haben. Ja, ansonsten eine ganz einfache Klemme, die ich euch nochmal gezeigt haben möchte. Vorteil ist halt einfach, wenn man größere Arca Swiss kompatible Platten hat, die halten in einer solchen Klemme einfach noch ein wenig stabiler. Ja, als nächstes gibt es dann noch diese Doppelklemme hier. Die hört auf dem Namen DC25, kostet 22 Euro, gar nicht so teuer, ist relativ schmal, also mit der Bezeichnung 25 ist die Dicke von 25 mm gemeint, beziehungsweise die Breite, hat auf beiden Seiten eine Arca Swiss kompatible Schnellwechselklemme und Aufnahme für quasi alle Platten. Auf den Seiten hier nochmal so kleine Einbuchtungen für Schrauben, die diverse Schnellwechselplatten halt einfach haben auf der Unterseite. Und auch dieses Teil fühlt sich verhältnismäßig hochwertig wieder an und ist auch im Vergleich zur DC38-Klemme relativ ähnlich konstruiert. Ja, was ist das Besondere an dieser Doppelklemme? Man kann diese eben hier in der Mitte nochmal aufschrauben. So, dann ist das hier in der Mitte, das ist eine 1/4 Zoll Schraube, also das kleinere Gewinde, dann kann man diese Klemmen hier abnehmen und diese Klemmen kann man entsprechend so seitlich versetzen, wie gesagt um 180 Grad, so wie es vorher war, oder eben auf diese Weise versetzen. Genau, so das geht nicht, weil dann hat man die Feststellschrauben sich im Weg, das geht so nicht. Ja, jetzt könnte man meinen, Mensch, hier ist ja auch irgendwo ein Gewinde drin, insbesondere hier. Hier ist halt, hier guckt sowieso so eine Nut raus, diese Seite kriegt man sowieso nirgendwo drauf geschraubt. Aber diese Seite könnte man ja meinen, die hätte ein 1/4 Zoll Gewinde und man könnte diese auch auf andere Schnellwechselplatten schrauben. Aber das funktioniert nicht, da diese Gewindeschraube, da hat sich wohl irgendwer was bei gedacht. Ich weiß nicht, ob es da um Lizenzen geht oder sonst irgendwas, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben die einfach nur gemacht, weil sie gemein sind. Und zwar diese Schraube hier ein feineres Gewinde als die normalen Stativgewinde in der 1/4 Zoll Ausführung. Und das heißt, hier passt nur diese Schraube rein, eine Schnellwechselplatte eben nicht. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Und was auch noch interessant ist,
Es gibt hier auf der Unterseite auch so eine kleine Einkerbung bei dieser DC38-Klemme. Hier könnte man auch meinen, dass diese Seite hier reinpasst. Aber das ist eben auch nicht so. Hier passt das eben auch nicht. Das heißt, diese DC38-Klemme ist vollkommen abstrakt zu behandeln von diesen Klemmen. Genau, und die kann man dann halt einfach so hinsetzen, wie man es gerne möchte. Und dann hier mit dieser Schraube wieder verschrauben, was ich eben jetzt auch mache. Das geht eigentlich verhältnismäßig schnell. Genau. Also, das ist die erste Doppelklemme gewesen hier. Und jetzt gibt es noch eine zweite Doppelklemme, die ich ziemlich cool finde. Und zwar ist das die Klemme, wo ist die Bezeichnung hier? DDC50, auch von dem Hersteller Mengs. DDC50 kostet 23 Euro, ist damit preislich eigentlich immer noch total im Rahmen, wie ich finde. Und die hat andere Schrauben und die fühlen sich irgendwie noch ein bisschen stabiler an, aber auch kein Nachteil oder Vorteil im Gegensatz zu den anderen. Fühlt sich auf jeden Fall alles auch sehr hochwertig verarbeitet an. Gibt es natürlich auch nochmal diese Skala, wo die Skala dann auch hier gerade richtig Sinn macht. Und auch diese Doppelplatte, die ja auch wieder Arcasys-kompatibel ist, hat hier eine Schraube in der Mitte. Ich schraube das eben nochmal auseinander und die kann man eben, die habe ich jetzt um 90 Grad versetzt und die kann man auch eben noch anders versetzen und die hat hier so ein richtiges Kreuz auf der Unterseite und wenn ich das Ganze jetzt so zusammenlege, dann hält das auch so schon ziemlich stabil, aber auch diese Platten können wieder nicht einzeln verwendet werden. Genau, und eigentlich muss man die immer so zusammenschrauben und so verwenden, denn für einen anderen Zweck sind die eigentlich einfach nicht gedacht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wofür benutzt man diese Klemme? Ich habe ja diese Serie in drei Videos aufgeteilt. Hier soll es nur um diese Klemmen gehen, aber nur um euch mal einen Anhaltspunkt zu geben. Es gibt ja in dem nächsten Video, werde ich euch noch diese Schienen hier vorstellen. Und dann kann man natürlich ganz einfach so eine Klemme auf so eine Schiene hier montieren und festziehen. Das war jetzt nicht so ganz. So, muss man schon etwas aufpassen, so zum Beispiel. Und jetzt kann ich hier natürlich diese Schiene wiederum auf einen Stativkopf setzen und hier oben habe ich auch wieder eine Arcasys-kompatible Aufnahme und da kann ich natürlich eine Kamera draufsetzen oder auch hier ist so einfach so eine Arcasys-kompatible Schnellwechselplatte mit einer iPhone- oder Smartphone-Halterung und das Ganze kann ich dann auch hier oben einklemmen und tausend andere Sachen, aber das zeige ich euch dann in dem letzten Video. In dem nächsten Video geht es dann erstmal um diese kompatiblen Schienen und genau, das soll es jetzt erstmal zu diesen Arcasys-kompatiblen Klemmen gewesen sein. Ich lege die hier alle nochmal hin und wie gesagt, diese Klemmen, das sind die, die ich besitze. Ich glaube, eine bekomme ich auch noch oder eine brauche ich auch noch, die werde ich demnächst bestellen, sind aber letztendlich dann auch wieder alle gleich. Wie gesagt, ich kriege kein Geld von dem Hersteller Mengs, ich bin überzeugt davon und die Qualität gefällt mir wirklich sehr gut. Ich benutze die meisten Klemmen davon jetzt schon knapp ein Jahr. Und ich bin wirklich zufrieden damit für den Preis. Ja, ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn bitte und hinterlass mir einen Kommentar dazu, ob du auch solche kompatiblen Klemmen, die Arcasys kompatibel sind, nutzt. Ob die nun von dem Hersteller Mengs sind oder von einem anderen Hersteller, interessiert mich auch mal, was du da so benutzt. Dann bis zum nächsten Video. Ciao!